Habt ihr eigentlich so ein traditionelles Weihnachtsessen? Also, was ihr so jedes Jahr esst? On my own, but I'm never Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich grüße dich zu einer neuen Folge Sattelclub. Ich muss Müll fotografieren, glaube ich. Und ich wollte sowieso mal auf meine Karte gucken. Ach so, warte, ich habe in der Tasche noch eine, wo ich noch was habe. Guck mal, hier ist, glaube ich, noch was. Hier sind jetzt gar keine Pünktchen mehr, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, sieht danach aus. Ich gucke mal. Ich glaube, ich muss da hinten dann wieder zur Hauptaufgabe zurück. Ach, und ich sehe eigentlich ganz gut aus mit meinem kleinen Tobi. Und ich hoffe, du hattest bis jetzt eine wunderschöne Adventszeit. Weihnachten kommt immer näher. Jetzt ist es gar nicht mehr lang hin, ne? Hast du schon alle Geschenke geholt und so? Wie sieht's aus? Bei mir steht jetzt noch die, das, was jetzt noch fehlt, weißt du, so die... Zack, ich wollte den Apfel gerne haben. So die Reste, die ich jetzt noch brauche. Man braucht ja dann auch immer, weiß ich nicht, beim Einkaufen noch irgendwelche. Ach Gott, und dann habe ich noch Servietten vergessen und dann brauche ich noch dies und dann brauche ich noch jenes und so. Das steht jetzt irgendwie die Tage bei mir noch an, dass ich das noch in Angriff nehme und einkaufe. Und dann kann Weihnachten auch schon kommen. Ich freue mich auf alle Fälle sehr. Ich bin hier wieder falsch. Und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht noch ein bisschen weiße Weihnachten kriegen. Ich bin eigentlich gar kein großer Fan von Schnee, ne? Ich bin keine Schneemaus. Ich mag das nicht so sehr. Aber ich finde, zu Weihnachten gehört es dann irgendwie doch dazu, oder? Jetzt muss ich mal gucken. In den Wald da lang. Ich reite jetzt hier mal lang. Ich weiß wieder nicht genau, welchen Weg ich muss. Ach, Mano. Komm her. Ach, da hinten die Vögel im Hintergrund. Habt ihr eigentlich so ein traditionelles Weihnachtsessen? Also, was ihr so jedes Jahr esst? Bei uns ist das tatsächlich also. Wir essen immer Ente. Und wir essen immer als Vorsuppe... Wo ist der Apfel? Da. Wir essen immer als Vorsuppe Zucchini oder Zucchini-Cremesuppe. Immer. Und was machen wir noch? Nachtisch variiert tatsächlich. Und wir essen die Ente auch schon Heiligabend. Damals, als ich Kind gewesen bin, gab es Heiligabend immer Kartoffelsalat und Wienerle. Weil meine Mama nicht noch den Stress mit der großen Kocherei haben wollte eigentlich. An Weihnachten. Wir machen aber direkt Heiligabend machen wir unsere Ente. So. Und die Feiertage variieren dann. Das kommt nämlich immer unterschiedlich, was wir da so zu futtern machen. Und das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch so machen. Ich muss dann nur was wegpacken, weil meine Tochter arbeiten muss und die möchte bestimmt davon auch was essen. Oh, habe ich hier einen Müll übersehen? Guck mal, vor lauter Laberababer und Rumreiten habe ich hier einen Müll übersehen. Die Schmetterlinge, schau, wie hübsch. Da flattern sie. Voll cool. Also ich mag ja Frühling auch lieber, ne? Muss ich ja zugeben. Ich finde Frühling auch schöner. So, ist das hier? Also, da vorne. Ach, die Autoreifen, na schau. Okay, ich sitze mal ab. Ich könnte sowieso mal eben den süßen Tobi versorgen hier. Ich glaube, der möchte was. Guck mal, der möchte geknuddelt werden. Ja, und dann, das geht ja natürlich nicht, ne? So, ja. Guck mal, die schönen Augen. Ihr habt übrigens viele interessante Farbkombinationen drunter geschrieben. Zack, einmal so, wie ihr euer Wunschpferd gestalten würdet. Da hat jeder auch einen eigenen, also ich sag mal einen eigenen Geschmack. Ich meine, letzten Endes kommt es natürlich eh auf den Charakter an. Und ich glaube, ich würde mich in jedes Pferd verlieben, was da so kommen mag. Ne? Also schon, ganz ohne Frage. Aber natürlich, wenn man sich sein Wunschpferd machen kann, dann ist das schon, ist nochmal was anderes, oder? So, guck mal, 17 Äpfel.
Und schnapp, da waren es nur noch 16. Und möchtest du auch noch ein Möhrchen? Guck mal, und schon ist Tobi satt von einem Apfel und einer Möhre. Der ist ja nicht gerade sehr verfressen, der Tobi, oder? Das hält sich in Grenzen. Aber guck mal, wie dreckig, Tobi. Das geht doch so nicht. Einmal hier und jetzt. Aber die, eingetreten in die Hufe hat er sich immerhin nichts. So. Okay. Fertig. Und fertig. Und jetzt kann ich hier mal fotografieren, oder? So. Hallo, ich würde gerne genau ein Foto machen. Na, das ist ja wieder... Ich stehe hier, glaube ich, zu nah. Ich kann nicht so weit runter. Okay, ach so, da muss ich hier, warte, ein Stückchen weiter weggehen hier. So sollte es doch funktionieren, oder? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Also, noch ein Stückchen weiter weg. Kann ich 3 Schritte rückwärts? So, also wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich aber auch nicht. Jetzt geht's doch, guck mal. Auf geht's, ein Foto bitte. Sehr schön, dann kann das nämlich weggeräumt werden. Und ich kann mich weiter auf den Weg machen hier. Komm her, Tobi. Guck mal, da ist der Stern, ist aber immer noch da hier. Oder wie? Oder was? Mache ich noch eins, sicherheitshalber? Jetzt bin ich wieder zu nah dran. Christi Moddendo. Also Fotograf werde ich in diesem Leben aber auch nicht mehr. Und machst du viele Fotos? Also so mit dem Handy dann ja wahrscheinlich, ne? Ah ne, guck mal, kann ich eh nicht mehr fotografieren. Mit dem Handy dann wahrscheinlich und so. Und dann machst du viele Fotos oder eher wenig. Also bei mir kommt es immer drauf an. Das gibt so Tage, da habe ich durchaus Lust irgendwie zu fotografieren und zu machen. Und dann gibt es aber wieder Zeiten, da fotografiere ich sehr, sehr wenig. Also das kommt immer drauf an. Deswegen gibt es auch, ich habe ja Snapchat, ich weiß nicht, hast du auch Snapchat? Ich habe das auf jeden Fall. Und deswegen nutze ich das nicht so regelmäßig wie zum Beispiel Facebook oder, keine Ahnung, Twitter oder so. Weil ich nicht so regelmäßig Lust habe, Bilder zu machen. Oh, 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 wow. Ich habe, manchmal poste ich so, weiß nicht, kleine Videos und Bildchen und so. Das mache ich manchmal schon. Also es ist nicht so, dass ich Snapchat nicht nutzen würde. Aber ich nutze andere Plattformen mehr. Wie ist das bei dir? Bist du jemand, der... Jetzt kann ich wieder nicht hier, ich wollte gerade sagen. Bist du jemand, der Snapchat viel benutzt? Hast du das überhaupt? Und wenn ja, was postest du dann da so? Weiß nicht, Bilder von dir oder eher Bilder von den... Sachen, die du so gerade machst, oder kannst du ja mal unten reinschreiben, wenn du Lust hast. So, ja, die Kamera, ich stelle mich aber diesmal mal gleich automatisch ein bisschen weiter weg, ne? Sonst funktioniert es wieder nicht hier. Und perfektes Foto, würde ich sagen. Und weiter geht's. Okay. So, Tobi, du siehst sehr schön aus. Ach Gott, na, aufsteigen wäre gut. So. Und, manchmal will Tobi einfach nicht geradeaus gehen. Da weigert er sich. So, hier muss jetzt ja noch Müll sein. Ah, guck mal, da kommt, ja, siehst du das? Da kommt irgendeine Schmodderpampe. Warte mal. Guck mal. Irgendeine Schmodderpampe kommt hier aus dem Rohr. Und die leuchtet grün. Also das ist eigentlich auch nicht so gut, oder? Naja, ich fotografiere das mal. Wer macht denn sowas? Also wer lässt denn seine... Und das machen manche Firmen ja wirklich. Das ist ja streng verboten, ne? Dass man irgendwie so seine Abwassersachen... Einmal so. Dass man seine Abwassersachen irgendwohin ableitet, das darf man natürlich nicht machen. Ist ja wohl klar, ne? Aber manche machen das trotzdem. Ich guck mal, ging das hier zu meiner Hauptgeschichte eigentlich weiter? Oder wo bin ich? Wo bin ich hier denn? Das ist ja cool. Eine Höhle. Nee, aber hier ist ein Buch. Oh, 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 oh. Und da ist Wasser. Ich guck da gleich mal. Ich sammle erst eben das Buch ein. Sehr schön. Und weiter geht's. Oh, da komme ich gar nicht rüber, ne? Oh, doch. Doch, guck mal.
Wie cool. Über den Fluss. Wow. Jetzt muss ich mal gucken, was da auf den Bildern ist. Wo komme ich denn da hin? Da geht's zum Hafen und da geht's zum Pferdeknuddeln oder so. Keine Ahnung. Ich reite mal hier lang. Ist egal. Los, komm. Weiter geht's, Tobi. Ah, vielleicht nicht so schnell, damit ich hier die Sachen mitnehmen kann. Und das noch bitte. Guck mal, 13 von 37 ist eigentlich schon ganz gut. Da vorne ist noch ein Äpfelchen. Für den kleinen Hunger zwischendurch kann man immer mal einen Apfel gebrauchen. Oh, ich habe mir jetzt, die hatten bei uns beim Edeka, also ich gehe meistens bei Edeka einkaufen, da haben die Möhrchen. Da haben die auch Möhrchen, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Da hatten die so eine großen 10-Liter-Eimer, ne? Also so diese großen Putzeimer, die es so gibt. Du kennst die bestimmt. Mit vollgefüllt mit Orangen. Und da habe ich erstmal einen riesen Eimer Orangen geholt. Einen riesigen Eimer voll. So viel Orangen werden wir zu zweit so schnell gar nicht essen können. Aber ich mag Orangen so. Und ich finde, die kann man so essen und die kann man sich pressen als Saft und so. Und ich mag einfach Orangen. Ich finde die einfach so lecker. Und jetzt habe ich die ganzen letzten Tage so viel Orangen gegessen. Ich glaube, ich kriege nie wieder in meinem Leben eine Erkältung vor lauter Vitamin C. So, da vorne. Habe ich das nicht gerade eingesammelt? Na gut. Aber wo ist denn... Guck mal, ich muss irgendwo... Wo ist denn hier der Müll? Ich habe gar nichts gesehen jetzt. Ich guck mal, ob ich hier an dem Hügel vorbeikomme und noch Müll einsammeln kann hier. Das muss ja hier irgendwo sein. Nee, Tobi, du sollst da lang. Tobi! Tobi will nicht. Nee, ich glaube, da komme ich von da nicht ran. Muss ich vielleicht von der anderen Seite oder vom Wasser aus oder so? Ich wollte eigentlich in die andere Richtung, eigentlich. Aber jetzt, oh, guck mal, Zuckerstücken, der muss schon wieder gepflegt werden. Also ich weiß ja nicht, lieber Tobi, du bist aber auch eine kleine Mimose, du. Ich reite jetzt hier 20 Minuten und du bist total dreckig. Wovon denn bitte? Und du bist schon wieder unterknuddelt, aber wieso nur? Tobi, was ist los mit dir? So, Tobi kann nicht mehr schneller. Tobi ist total außer Puste und kaputt. So, ich reite jetzt hier hin. Und da werde ich dann Tobi mal versorgen, ne? Glaube ich. Hier ist der Hof. Genau, wo die Hauptgeschichte war. Aber hier geht's gar nicht weiter. Guck mal. Ha, ist ja verrückt. Aber ich werde hier jetzt auch... Oh, einen kurzen Stopp einlegen. Und zack, weil Tobi ja gerne versorgt werden möchte. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch erst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Lass es dir gut gehen, genieß die Adventstage und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.